Ui, 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 ui. Wir sind wieder im deutschen Fortnite Permadeath. Ich habe hier große Hoffnungen, dass ich das Spiel auch schaffen werde, ohne zu sterben. Wenn ich sterbe, ist es vorbei. Wir sind hier bei Mrs. Sierra Petrovita. Ich dachte kurz, nein, es ist keine Cola-Flasche, es ist eine Clover. Jericho ist natürlich dabei. Ja, was denn? Action, Action, Action. Ja, stürzen wir uns in die Action. Ja, ja. Mir ist langweilig. Und letztens habe ich hier einen Lava getötet. Das ist der Knieknackser, den wir gerade bekommen haben von ihm. Haben Sie schon Ronald kennengelernt? Er ist wirklich... Wenn Sie mir etwas Quantum bringen, habe ich ein paar Kronkorken für Sie. Ich habe Roland getötet. Wirklich? Oh, so ein Schatz. Ich wusste, dass er mir helfen würde. Dieser Typ hat schon die ganze Zeit ein Auge auf mich geworfen. Hm. Ah. Ja, ja, stimmt. Sie liegen ihm wirklich im Herzen. Ach, Sie sind beide so süß. Wie viel Glück muss ein Mädchen wie ich in dieser verdrehten Welt haben, um zwei solche Kerle zu finden? Jetzt haben Sie es geschafft, mich zum Weinen zu bringen. Ah. Seien Sie da draußen vorsichtig, Zuckerschnäuzchen. Wie hast du mich gerade genannt? Ja. Besser er als ich. Das ist eine Sie. Das ist eine Sie. Oh, so viel Nuka-Cola hier. Da ist mein unverbrauchter Nuka-Cola-Vorrat dann. Hast du sonst noch was? Kein Schlüssel. Ah, ein Blanco Mac and Cheese. Wird doch irgendwo ein Schlüssel liegen, oder? Nein. Nein. Okay, es ist offenbar ist nur Cola hier, falls ich was brauche. Gehen wir weiter. Ich in dem Bett schlafen. Nein, schade. Jetzt muss ich die Zeit abwarten hier draußen in der Kälte. Sag's nicht. Sag's nicht. In 5 Minuten sage ich's. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Schauen wir, was hier drüben noch gibt. Ein Mr. Gazzi. Mein Ziel ist gerade nicht das Beste, sehe ich. Mr. Gazzi, sein Ziel ist auch nicht das Beste. Verdammt, verschrien. Das viel zu viel Leben. Wo sind meine Nuka-Colas? Ah, ist kalt, glaube ich, ja. Blankos. Ah, der hat mir viel zu viel Leben gekostet. Was geht hier ab? Okay. Das ist nur das Metall gewesen. Noch immer nicht. Ich glaube, ich brauche keine Nahrung mehr mitnehmen. Sniper Money. Gleisgewehr Muni. Schauen wir, ob da drüben was Interessantes ist oder wieder Radioaktivität. Ja. Könnte Radioaktivität sein. Oh, die Bomben sind aufgetaucht. Ich führe ein Haus. Das ist ein Turm.
Todeskralle. Verdammt, das ist nicht so stark. Nicht nur treffen würde es so oft. Ich will den Knickknacks ausprobieren. Oh. Minotaur erwischt einen Jericho. Der hat noch viel Leben. Ich wurde getroffen. Hopp. Sehr schön. Wie viel hast du? Wieder voll, wieder voll. Du hast gerade chillt. Das ist ein verdammt guter Platz für einen Scharfschützen. Hier oben, Jericho. Da komme ich nicht drauf. Okay. Ich hab einen! Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wollen Sie mich verarschen? Oh. Ein Händchen am Stiel und Blechdose zum Runterspülen. Oh. Habe ich noch nie gesehen. Oh. Hier drüben. Ich brauche nur zwei Schläge. Was ist es? Ja, okay, verdammt. Komm, erwisch den Kopf. Da will ich den Kopf anzielen, okay, recht arm. Ich muss meinen Knieknacks auf die richtige Taste legen. Nein. Ich treffe nicht. Oh, sorry Mädel, deswegen hast du die fette Rüstung. Alle stehen sie auf dich, die Gegner. Deckung, Deckung, Deckung. So, gehen wir ihn rauf, dort im Sturmgewehr. Schau. Nur, dass ich gleich von der Todeskralle nichts bekommen habe. Haarklammern? Nein. Aber ich bin noch immer Haarklammern los. Nur ich schaffe das. Oberhirn. Nein, ich will das. Ist okay, der Kniekraxer. Ist ganz okay. Dem. Ja,
Eric bekommt. Mal gut. Die Vorsicht habe ich eigentlich gerne hier oben am Bildschirm. Ich kann nicht lesen, was das war. Ist das das Haarklammermuseum? Sandwich-Gebäude. Was schießt du, Mann? Coole, natürlich. Na, Jericho, er spawnt wieder mal irgendwo. Dunkel hier drinnen. Helfen Sie mir! Ich sorge für Deckung! Retten mich. Wieder unglaublich schwierig zu nehmen. Sind aber keine Haarklammern leider. Granadas. Haarklammern? Nein. Nein, keine Haarklammern hier. Don't no more. Das Einzige, was ich wirklich haben will. Hier ist so dunkel. Dunkel und aufgeäfft. Dieser Ort gefällt mir nicht. Und auch nicht der Geruch. Lässt mich erschaudern. Ich will keinen Schuss ins Blaue riskieren, ohne zu wissen, was da drin ist. Heute Nacht schleiche ich rein. Ghule. Jede Menge Ghule. Jede Menge Action. Ja, Lukas. Nuka-Cola, die Heilung der Zukunft. Okay. Ansonsten ziemlich ruhig. Wir werden doch nicht, nicht nur drei Ghule sein. So. Nein, ich sehe schon mehr auf der Karte. Und hoffen wir es Minen. Hey, aufbrechen geschafft. Wir geben mir viele Granaten. Vielleicht gibt es hier auch mehr hier als nur Gude. Nice, hoffe ich.
Papa Knickknacks, er regelt schon. Wo ist der tote Ghoul? Ja. Immer wert looten. Ja. Also, diese Waffe nennt man Gleisgewehr. Sie schießt diese Pfeile. Ich habe seinen Schädel an die Wand genagelt. Ich wusste gar nicht, dass das geht in diesem Spiel. Oh. Das ist so ein Dead Space Shit. Oh, cool. Einfach nur cool. Wenn sie nicht so unatmosphärisch wäre. Moment. Der Mann etwa müde. Teufel. Zwischendurch ist schon extrem. Das ist ein Computer, der explodiert, wenn man ihn hacken will. Mist. Okay. Muss ich ja nicht angreifen. Wieder ein Computer. Sagt der Booby Traps. Der Name Booby Trap ist eigentlich ziemlich eigen. Wird, weil es gleich hier ausschaut. Oh. Ah, Mist, ich dachte, da war ich dann schon. Gibt's hier irgendwas, was es wert ist? Nein, von dort nicht gekommen, also geht's drüben nochmal runter. Ach du. Oder doch nicht. Hier. Extrem dunkel. Dead Space Stuff. Ah ja. Die Raider haben Spukgeschichten von Zombies in den Ruinen erzählt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber so wahr mir Gott helfe, sie sind real.
Nicht ganz, wie Thor erzählt hat, aber nah dran. Diese Dinger sehen aus... Ich glaube, sie waren wirklich mal Menschen. Es geht weiter runter. Oder weiter rauf. Grüne Explosion. Zombies ließen ihn in Ruhe. Er wird zu einem von ihnen. Wusste nicht, dass ja, er ist. Ja, das alte Buch hat. Kein Töten mehr. Ruf einfach weg. Surprise, Mutter. Danke für den Assist. Ah. Ich glaube, es wird der, die Terrible Shotgun. Sehr gut. Noch ein paar Mal drauf schießen, Jericho? Nein? Tut man nicht. Blutpakete. Verdammter Boden. Der ist zu quietschig. Ich brauche einen Scheibenboden mal. Den können wir nichts aufnehmen. Ganz schlimm bei Musik. Wenn man einen Quietscheboden hat, kann man nicht mal stehen. Muss singen beim Rappen. Und beim Singen. Muss singen beim Rappen. Ich muss sitzen beim Rappen. Und beim Singen. A-Klammern. Ah, ich habe sogar eine Todeskralle. Einen Wunderkleber brauche ich. Und so ein Zeug. Nett hier. Moin. Richtiges Dead Space Office halt. Mist, 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 Mist. Okay. Sorry, Crystal, bye. Das ist der Weg zurück. Nicht getroffen. Mist. Hm.
Wo kommen die rauf? Like fish in the barrel. Wir wollen doch nur, dass ich hier runterfliege. Gehen wir runter. Okay. Jetzt mich auf mich alleine gestellt. In diesen Drecksruinen. Wir haben nie was Wertvolles. Mein Team ist irgendwo stecken geblieben. Seuchte. Nur du, ja. Klover steckt wieder irgendwo drin. Oder irgendwo steckt hier wieder ein Klover drinnen. Ah, das war ehemalig. Wie ich das. Jetzt muss ich auf die Knie schießen. Vielleicht habe ich die Waffe einfach falsch benutzt. Okay, das wäre der offizielle Weg runter oder rüber. Mm-hmm. So viel Shotgun Muni. Wo ist das Mädel? Scharfes Messer, um ihn zum tiefen Tempel zu schicken. Sprich meine Worte. Abdul, komm zum Fest für die Schwachen. Hier, wiedergeboren. Al-Hazaret, Gies, Gies. Doch in eine andere Reference. Klang christlich. Gibt es einen schnellen Ausgang? Okay, runter hier. Ich werde sie so richtig schön fertig machen.
Ich habe schon lang niemanden mehr umgelegt. Ganze 15 Sekunden. Nein. Ah ja. Zeit für Granaten, oder? Oder Minen. Was zum Teufel? Deswegen bist du der MVP, Jericho. Und Clover nicht zu finden. Dumm, Clover. Ach, so eine Pause. Offen für alles, anscheinend für Pausen auch offen. Ah. Gutes Personal. Richtig schwer zu finden, ich habe so viele Waffen. Ist so viel Müll. Eigentlich warte ich mir einen fetten Endboss hier. Ich habe mir besser noch Heilung rein, falls wirklich ein fetter Endboss kommt. Klammern? Nein. Hier auch nicht. Ich hoffe, dieser Ort bleibt noch so lange stehen, dass wir weg. Ich brauche nur zwei Schläge. Haha, wie ich das vermisst habe. Pikapu. Denk, der kann sich hinter die Tür verstecken. Lova. Ah, auch wieder mal dabei. Schön für dich. Was gibt's hier oben? Okay, na, ich schau lieber runter. Das geht ganz schön tief. Kämpfe ich jetzt den Teufel zum Schluss oder was? Ach du. Freundender Jamie. Okay, Team, Rückzug. Ja, Schatz. Warum stehen wir hier rum? Labern Sie nicht rum. Ich will hier nicht den ganzen. Das wird Kronkorkenminenzeit. Muss den mal loswerden. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich brauche nur zwei Schläge. Stopp. Ich glaube, die kann ich gleich verrichten. Weil das gerade so ausgegangen ist. Verbluten zu sehen.
Ich sollte Kronkrottenmengen verkaufen. Oh, gegen nichts einsetzen, was schießt. Wo ist Jamie? Das ist Jamie. Was haben wir angebetet? Ah ja, natürlich eine Frau. Eine Ghoul-Frau. Ah. Null Haarklammern. Und sonst so hier drinnen. Okay. Kleiner Zombie-Kult. Was war das? Mist. Mist. Langweilig. Außer dass ich mich gerade selbst umgebracht habe, nicht wirklich wert. Ein kleiner Zombie-Kult. Noch eine Belohnung. Schneller am Weg raus. Ja. Die ist ganz schwer zu bekommen. Die Nahkampfwaffen Bobblehead. Probe. Anscheinend runter. Wo ist der Ausgang? Rechts. Könnte ich fast noch ein paar Ghoule töten? Mach mal eine Ghoul Slayer. Burger. Ja, das sieht nichts Interessantes. Dann. Viel zu weit weg über der Summen. Bin auch schon bald Level 20. 20 ist, glaube ich, das Endlevel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. DSCs werde ich gerne spielen. Du Schönheit. Wo ist das Team? Machen wir das Bein weg. Ja, ich glaube, es wird die andere Shotgun. Nein.
Ich habe meinem Team gesagt, dass sie warten müssen. Ah, Cartier, das wird eine lange Reise. Verdammt. Ah, verdammt. Ah. Oh je. Oh je, ja. Oh je, ja. Ja, hier ist Jericho. Hier ist Clover. Meine Schuld, ich habe einen Balkonkorb in Minen verkauft. Ah, eindeutig meine Schuld. Tut mir leid. Tut mir leid, Jericho. Tut mir leid, dass wir so lange warten mussten. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Ah, sorry, Bro. Ja, stürzen wir uns in die Action. Action, Action, Action. Ein bisschen Ghoul Action wieder. Ein bisschen Ghoul Action. Ich sollte ein bisschen Radioaktivität auf mir haben. Hatten wir. Nein. Ui. Will so ein Piercing. Was hat? Ah, verdammt, meine Stimme ist eingekackt. Sieht auch ein Schwert. Hat beide gesagt, das war's dann wohl. Das richtig gehört. Ah, da kann er nicht die Tür aufmachen. Kann er doch. Hey, geht sich aus. Lomo ist so geil. Jedes Spiel gibt viel zu wenig Fallout Slow-Mo, selbst im neuen Fallout. A-Klammern? Nein. Die A-Klammer-Türe. Oh, ich muss was trinken. Ich bin mir versorgt. Klammertüre. Wir haben Zombies auch A-Klammern auf sich. 100% wenn dann. Hier ist langweilig. Okay. Hey Bro. Gibt's nicht mehr. Kopf ist weg. Okay, was gab's hier drüben? Das nur. Ach, verdammt. Fallout. Und ihre unsinnigen U-Bahn-Tündel-Wege. Sehe ich noch keinen einzigen.
Krass, dass ich noch keinen einzigen Schaden genommen habe. Das hat mich gerade verwirrt. Den Spruch habe ich ganz vergessen, dass der existiert. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Ah, zu viel Zucker. Wer isst denn schon Kirschen? Was gibt's hier drüben? Zombies, was für eine Überraschung. So planlos. Nein. Kein Damage für dich. Doch. Hat er geschafft. Schon Haarklammern. Das ist explosiv. Nicht schießen, Jungs. Nicht schießen. Mann, ich habe schon wieder keine Kippen mehr. Ja, hier drin rauchen ist auch eine ganz blöde Idee. Haarklammern. Gibt's ja nicht. Such ein paar Haarklammern, da wird nicht langweilig. So ein legendären Haarklammer-Glitch, dass man einfach keine Haarklammer mehr kriegt. Größer Handy. Eine falsche. Hey, weg mit den Waffen und rüberkommen. Keine Dummheiten, klar? Oder es hagelt Kugeln. Sie checken einfach nicht, dass ich nicht ihr Freund sein werde. Yep. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Ach ja? Erwartet er Sie? Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Also Vorsicht. Das passt ja. Er ist Tenpennys süßes Schoßhündchen, richtig? Und welche Rolle spielen Sie bei der ganzen Geschichte? Den Henker. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben, stimmt's? Feuer! Ja, Hölle, ja! 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 Neben geschlagen, Clover. Besser er. Oh nein. Oh mein Kill. Oh mein Kill! Hab mich schon für eine Seite entschieden. Klammern. Kriegt man bei negativen Karma keine Haarklammern mehr. Klammern. Ne? Klammern. Ein paar Haarklammern hier. Nein. Jemand Haarklammern für mich.
Boy, Boy. Den falschen Weg gegangen, oder? Ist das die Station bei der Händlerin, bei der Sammlerin, die mich an Parvati erinnert? Wer ist denn die mit Vorname? Oder ist Parvati der Vorname? Parvati ist der Vorname. Ja. Verdammt. Okay. Vielleicht ist es einfach nur eine Wache. Oder Mr. Roy Phillips himself. An audience by Roy Phillips. Neue Saga. Der Ghoul-Prinz. Ah ja. Oh je. Abstand halten. Die sind tödlich. Sind wie Nuclear Explosions. Nicht, oder? 40 Schuss, zu wenig. Der verdammte Kragen an dieser Rüstung ist zu eng. Keine Haarklammern. Ja. Roy. Wo hast du die Haarklammern versteckt, Roy? Roy. Hallo. Ja, ja. Du verdienst das dreckige Feigling. Sind die Haarklammern Mädel. Bringen Messer. Haarklammern. Haarklammern hier. Näppchen machen. Haarklammern. Nein, Bügeleisen. Nee. Hast du Haarklammern, Roy? Oh, ein chinesisches. Ich auch haufenweise Munition. Oh. Kann ich gleich bei Syria vorbeigehen. Oh, warte, Mist. Hab mich umgelegt. Ich überlebe nicht viele Leute. Die Sammlerin kann sich glücklich schätzen. Parvati. Parvati. Okay, wo ist er? Oh, du bist mehr. Gratulation. Du darfst dir alles nehmen, was du willst, Schatz. Selbst schon die Rüstung auf sich. Was auch immer, Schätzchen. Ja.
Kleine Haarklammern. Werde ich jemals Haarklammern finden? Gibt es die überhaupt noch im Ödland? Sind Haarklammern mehr wert als Mini-Atombomben? Ja, das sind sie. Dies und jene Fragen in der weiteren Folge. Fallout Permadeath. Jagd der Haarklammern. Pfeile. Die werden verkauft. 2 Pistole von Dreck. Scheißnägel. So gar nicht. Der sucht Haarklammern ganz tief in der Metro. Patrick, in der Talon-Rüstung. Er findet einen Zombies und davon ganz schön viel. Patrick, in der Talon-Rüstung. Schachteln Zigaretten gibt schon viel. Das ist ein Ausgang. Zum Generator. Ist das nicht? Ah ja. Das war der schnelle Weg nach oben. In der Talonrüstung, Patrick, in der Talonrüstung, Patrick. In der Talonrüstung. In der Talonrüstung? Helfen Sie mir! Okay. Langer Weg raus und zurück. 18 Minuten. Ich kann die Folge beenden und zum Tower zurückgehen und nochmal verkaufen zuerst. Peace out.